Igni, Axi, Art. Art brauchen wir doch, oder? Ne, was was? Hä? Quen? Muss ich da nicht normal so? Nee. Mach nichts, mach nur Puff. Greifen wir halt zu. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Verdammt, ich sehe alt aus. Alter. Komm schon. Der hat. Nö. Nee, Alter, der hat jetzt unsere Fähigkeiten. Oh, das ist ja richtig fies. Das ist ja richtig fies. Aber wir können blocken und er ist dumm. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Du musst Novi gerade verlassen. Keine Ausreden. Ich mache in deinem Fall gerne eine Ausnahme. Zieh die Waffe. Was machen wir denn? Sind Doppler eigentlich schlechte Wesen, gute Wesen? Nachkommen. Du hast etwas erfahren, aber nicht alles. Ich verschone alle Monster, die nicht gefährlich sind. Leider hast du mich angegriffen. Einfach so. Also gilt das nicht für dich. Wir müssen ihn blocken. Verdammt, ich blocke immer zu früh. Der holt so weit aus. Da sehe ich wieder nichts. Ach, komm doch raus. Zünden wir ihn an. Das wirkt eigentlich ganz gut gegen den. Ja, das wirkt eigentlich ganz gut. Da, nochmal. Hat nicht geholfen. Jetzt hat er nicht gebrannt. Okay. Stirb. Sorry, aber Bergstiefel Doppler Trophäe. Naja, tschüss. Gerade erst die Wäsche aufgehängt. Eigentlich hätten wir den gar nicht, jetzt diese an Sequenz hätten wir gar nicht gebraucht, weil wir haben ja im Finish-Move schon seinen Kopf von seinen Schultern beurlaubt. Doppler-Trophäe, wo ist denn die Gruftweib-Nacht? Ah, die ist jetzt da unten. 5% Bonusgold. Will ich aber nicht. Ich bleib bei der Gorgu-Trophäe. Jetzt haben wir einen Menschenkopf. Das ist ja widerlich. Okay. Was hat denn der für Stiefel gehabt? Will ich mal kuhkehren? Wann ist das da? Nee. Das waren Relikte, was der hatte. Die sind aber genauso. Und, naja, die haben Giftresistenz. Gleiche Rüstung. 5 aufschlitzen, 2 zerschmettern durch Bohrung. Nee, das ist sogar ein bisschen besser. Und das sind Relikte, also nehmen wir die. Der hatte auch irgendwas anderes noch. Temerische Rüstung. Nee. Nö. Keine Ahnung. Sehe ich jetzt nichts. Muss Ja, reichen. genau. Kehrt bei Tag zum Marktplatz zurück. Ist es noch Tag? 12 Uhr, ja, es regnet nur. Ah, hier sind die Gerbereien. Guckt mal, die Färbereien. Hier machen die alles bunt. Sieht nach Regen aus. Ach, Gerald, du solltest Das den Regen Wetterbericht auch. vielleicht früher lesen. Hab ich. Noch es Es regnet in die regnet schon. Suppe. Ja, es regnet ihm in die Suppe. Tut mir aber leid. Not. Ich hätte natürlich laufen lassen können, den Doppler, aber das hätte uns ja nichts gebracht. Was liegt denn da eigentlich rum noch? Da liegt noch was. Ja, da habe ich
doch die Wachen gekillt, oder? Na egal. Nehmen wir mit. Alles stören. So. Drüber da und runter und jetzt hier, wo ist denn der? Da. Hallo Silvester, ich hab da was gemacht. Sei gegrüßt, Meister. Sei gegrüßt, Lehrling. Die Arbeit ist getan. Problem gelöst. Euer Kobold? Der hat sich als Doppler erwiesen, hat ständig die Gestalt gewechselt, bis ich ihm den Kopf abgehauen habe. Ein Doppler? Diese Plage werden wir wohl überhaupt nicht los. Verbrennen wir einen, kommt der nächste. Verfluchte Pest. Vielleicht machen sie jetzt wenigstens einen Bogen um den Markt. Danke, Meister Hexer. In meinem Namen und dem der Gilde. Vielen Dank. Flüchtiger Dieb abgeschlossen. Kriegen wir 245 Erfahrung. Dann will ich aber trotzdem gerade kurz Bestiarium, Relikte. Oh, das sind Relikte. Ups. Kobold. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Ein Gespräch in den Straßen von Novigrad. Wir haben Geschichte geschrieben. Der Kobold, der die Händler von Novigrad geriezt hatte, erwies sich als Doppler. Diese Monster gehen Konfrontationen meist aus dem Weg. Und das ist auch gut so. Denn wenn man sie in die Enge getrieben... Wenn sie in die Enge getrieben werden, sind sie äußerst gefährlich. Ein Kampf gegen sie wird schnell zu einem Kampf gegen einen selbst, genauer gesagt gegen ein Spiegelbild, das über die eigenen Stärken und Fähigkeiten verfügt. Ein Konflikt mit seinen solch gleichen Voraussetzungen entscheidet das Glück oder das Schicksal. Geralt war reichlich mit beiden gesegnet und gewann den Kampf gegen seinen Doppelgänger. Und nach kurzem Zögern brachte er ihn um. Es stimmte zwar, dass diese Monster aus edlen Motiven heraushandeln, aber das machte es nicht weniger gefährlich. Doppler. Dein Paket. Das hat dein Bruder abgeholt. Weißt du, ihr zwei seht ja fast identisch aus. Hey, wo willst du denn hin? Hanne Kluger, Postmeisterin. Doppler, auch als Wechslinge oder Wandler bekannt, sind Wesen, die jede beliebige Menschen- oder Tierform annehmen können. Diese Verwandlung ist nicht nur eine einfache Illusion, die mit einem einfachen Zauber zu brechen ist, sondern eine authentische und vollständige Metamorphose. Dies bedeutet, dass keine Schutzamulette oder Hexermedaillons die Anwesenheit eines Dopplers anzeigen. Sie strahlen dieselbe Aura wie das Wesen aus, dessen Form sie angenommen haben. Diese würde Doppler in Verbindung mit ihrem unglaublichen Verstand und ihren großen Schleue zu den besten Meuchelmördern oder Dieben machen. Hätte Mutter Natur ihnen nicht ein edelmütiges und zurückhaltendes Gemüt vermacht, das die Blutvergießen um jeden Preis vermeiden lässt. Ups, schade. Trotzdem, Monster ist Monster. Da mache ich kein Ding drum. Und er hat uns angegriffen. Hat er doch, oder? Oder haben wir? Hab ich? Bin ich schuld am Tod eines? Nein. Das war schon okay so. Was machen wir denn eigentlich jetzt? Das Wetter ist nicht mehr. Wir können natürlich Fechtunterricht. Begib dich morgen. Die könnten wir fertig machen auf der Fährte. Sprich mit dem Aufseher. Level 11. Mehrere Orte. Da gehe ich jetzt hin. Weil ich ja Level 11. Das ist schon die Grenze. Ich will das immer rechtzeitig machen. Sonst verlieren wir ja ein bisschen EP dann, wenn es zu hoch ist. Mehr zu niedrig eher. Irgendwie habe ich mich, glaube ich, hier nicht ganz verlaufen. Verdammt. Diese Stadt ist kompliziert. Dieser Weg wird kein leichter sein. Okay, wir müssen einfach da geradeaus. Schon darüber. Dann nach rechts. Boah, wer diese Stadt entworfen hat, ne, das ist echt heftig. Also, wow, einfach nur wow. Neue Markierung Südtor. Wir haben jetzt auch innerhalb der Stadt schon mal so ein paar
Kleine Schnellreisepunkte hier, aber die Leute gerade verteilen sich hier, die spawnen alle in der Mitte, das ist ein bisschen doof. Haben wir aber nicht gesehen, weil wir hier bei der Wache sind. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Kann ich mit dem Aufseher sprechen? Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Vielleicht bringe ich diese Bestie zur Strecke, hm? Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Was? Nee. War, so geht das nicht. Hat jemand das Monster gesehen? Wo hat die Bestie zuletzt zugeschlagen? Jemand hat den Auftrag angenommen. Wer denn? Wer hat den Auftrag angenommen? Ich hab den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Tja, muss wohl ein Trottel sein. Wo war die Bestie zuletzt? Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Hat jemand das Monster gesehen? Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Okay, bis dann. Danke, bis dann. Untersuche den Schauplatz mit deinen Hexersinnen. Jo. Hört sich ein bisschen nach einer Nachterscheinung an. Nur nachts, ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir eine Erscheinung, eher nicht. Ach, Wolfsspuren. Ein Werwolf vielleicht. Gucken wir mal, was ist denn das hier? Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Nö, eher so ein Plakin oder Pokala, keine Ahnung. Was haben wir hier? Geht's noch weiter? Hier geht's rüber. Soll ich die? Es hat offenbar an Stärke verloren und ist am Ufer lang geschlichen. Zuerst sollen wir da eigentlich in das Dorf, in das Haus rein. Was haben wir hier? Auch Spuren Blut. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Aha. Okay, hier haben wir eine Leiche. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir? Nur ein niederer Vampir? Mit so Füßen? Was? Das ist schon merkwürdig. Jetzt müssen wir das Monster finden. Bestiarium haben wir noch keinen Eintrag. Nee, das heißt, es könnte doch noch alles andere auch sein. Weil so Fußspuren für einen Vampir, ich meine. Schon ein bisschen merkwürdig. Ach, hier geht's wieder hoch. Hier sind die Sandbuddler unterwegs. Und das ist ins Meer? Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Na gut, dann steigen wir in das Schifflein. Denn Geralt macht sich nicht nass. Aua. Alter, ich habe gerade Schaden von dem Steg gekriegt. Dafür musst du büßen. Strand. Aua. Ja, so, hier eingeparkt, rückwärts. Perfekt. Und wo jetzt Fußspuren? Fußspuren. Da, Küttel. Rattenkadaver. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein Ekima sein. Ekima, kennen wir doch schon. Das sind diese Ekima-Dinger. Aber haben die so Füße? Wusste ich gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob man hier überhaupt klauen darf. Ekima habe ich jetzt eigentlich keine Angst vor. Da kämpft schon einer.
Dann lassen wir mal kämpfen. Er hat ja einen scheinbar ganz gut. Kommen wir ganz gut klar damit. Oder ist er jetzt tot? Ah, gehen wir doch mal rauf und helfen. Helfen da vielleicht. Aber es hört sich an, als ob eh alles tot wäre. Geralt, Vorsicht! Sie ist stark! Sie? Was bist du denn für einer? Bist du ein Hexer oder was? Ja, Kimmer. Die haben echt so Füße, guck mal. Da hacken wir mal durch, das ist ja gar kein Problem. Ja, hier komm. Ach, ich fülle mich noch mal auf hier. Nein, jetzt hat... Hallo, Lambert. Verdammt. Wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Oh, ein anderer Hexer. Wo bist du gewesen? Was hast du getrieben? Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Brauchst du Hilfe bei irgendwas? Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Stoß später dazu. Ich stoße später dazu. Wartest du auf mich? Gut. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Weißt du, wo das Büro des Aufsehers ist? Ja, ich habe mich mit der Wache davor unterhalten. Wir sehen uns dort. Ich muss erstmal hier die Ecke mal. Blaues Mutagen, Monsterblut, Ekima, Ekima. Ja, keine große Sache hier. Und wir haben einen neuen Hexer. Einen Mithexer getroffen, der auch von der Wolfsschule, also von Kaer Morhen war. Lambert, sagt mir irgendwas. Im ersten Teil kann das sein, dass der da irgendwo dabei war. Sprich mit Lambert. Der geht jetzt da hinten hin. Da gehen wir eigentlich auch hin. Nur, dass wir schneller sein werden. Haha. Hallo, Lambert, ich hab dich doch gerade überholt. Oder war das ein Doppler? Holen wir uns die Belohnung. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Yad Karadin? Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Natürlich bleibt die ganze Kacke wieder an uns hängen.
fülle mich gerade mal ein bisschen auf hier. Ich brech dir die Knochen. Uhu. Trifft mich eh nicht. Nö, nö, nö. So. Hurensohn. Ach Mist, hätte ich ja blocken können. Triple Kill. Das ging schnell. Der eine war betäubt, der andere war schon fast down und dann haben wir einfach alles mit einem Schlag getötet. Sprich mit Lambert. Ja, der ist einfach weggelaufen, dieser kleine Schwanzhund. So, wo bist denn du? Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Erklärst du mir, was das alles soll? Was zum Teufel, Lambert? Spinnst du? Was zum Teufel machst du da? Ich kann dir alles erklären. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Alter, und ich mache mir immer Gedanken, wenn ich irgendeinen Fehler mache, weil irgendjemand sterben könnte und der Typ rennt einfach rum und tötet alles, was sich ihm in den Weg stellt. Finde ich cool. Perlen des Norden, Novigrad. Wir klauen auch alles. Hier sind Bücher, lecker Bücher. Alles, was Bücher ist, ist gut. Wasserflasche. So, dass hier nicht alles leuchten muss, nehme ich alles mit. Armbrust. Hey, kriegen wir eine neue Armbrust? Ich mag Brüste. Oh, Level 18, nur plus 3, 155%. Gar nicht übel. Haben wir irgendwas Cooles auch gekriegt? Briefe. Zeug, nee. Fleisch. Boah, wir haben eh schon ganz schön viel dabei. Muss ich mir wieder verkaufen gehen. Ja, ja. Lambert. Haben wir darüber einen Eintrag? Charaktere. Caleb Minge. Chapel, Chapel, Chapel. Bettlerkönig. Lambert. Ah. Lambert war der Jüngste und vielleicht auch der letzte Hexer Kermorens. Er hatte seine Fähigkeiten immer wieder unter Beweis gestellt und von Povis bis Toussaint beachtliche Monster erlegt. Ferner hatte er sich den Ruf erworben, arrogant und mit sardonischem Humor gesegnet zu sein. Seine groben, vielleicht sogar übertriebenen, rauen Manieren brauchten bisweilen selbst eine Hexerkollegen. Seine groben, vielleicht sogar übertriebenen, rauen Manieren brachten bisweilen selbst eine Hexe, seine Hexerkollegen der Wolfsschule gegen ihn auf. Doch welche Schwächen er auch haben mochte, selbstredend hätte Lambert für seine Gefährten den Feuern jeder Hölle getrotzt. Interessant, interessant. Also ist einfach ein Kollege der Lambert, ein bisschen arrogant, ein bisschen durchgeknallt, tötet einfach alles, was da rumsteht so, legt sich mit den Wachen an, denkt, der ist voll der Wachentyp und so. Trifft Lambert im Sieben Katzen, will ich das denn überhaupt? Das ist eine Nebenquest Level 11, könnten wir ja eigentlich noch kurz hingucken.
145 geht ja. Guten Tag, guten Tag. Wir könnten uns ein bisschen Fleisch holen. 7 Katzen, ist das da hinten? Ah. Herrliches Wetter zum Rumsitzen in der Kaserne. Was, Rumsitzen gibt's hier nicht. Auf die Beine, Arbeit, ruft. Oh, Aufträge. Was haben wir hier? Tagesgericht. Besonderes Angebot zum Wochenende. Nur im 7 Katzen. Fleischscheibe, Jägertopf und würziges Fleineschweiß. Schweinefleisch zum halben Preis. Addendum. Irgendein Nörgler mit schwachem Magen hat uns bei der Tempelwache angeschwärzt. Wir hätten ihn vergiftet. Daher ist das Sonderangebot storniert. Freu dich, schön verfluchter Denunziant. Geh in die Passivflora und genieß deinen Nachtigallen. Zungenpartee. Schaukelpferd zu verkaufen. Wie neu, fast unbenutztes Schaukelpferd zu verkaufen. Aus Birkenholz mit Eichenkufen. Kleiner Kratzer am rechten Hinterbein. Metallsteigbügel auf Wunsch verfügbar. Zimmerer zu vermieten. Zimmer im 7 Katzen zu vermieten. Hübsch und sauber. Bei gutem Wetter sieht man die Türme Novigrads aus dem Fenster. Erschwingliche Miete. PS, Achtung, in der Herberge kann es bisweilen sehr laut zugehen. Warnung. Wirte, lasst euch warnen. Wenn ihr einem Mann namens Odrin begegnet, dann haltet euch von ihm fern. Zeigt ihn allenfalls bei der Stadtwache an. Der Halunke hat gut 3 Wochen lang in meiner Herberge residiert und ist dann verschwunden, ohne einen Kopper seiner Rechnung gezahlt zu haben. Außerdem hat er noch ein Weinfass und ein Silberbesteck für den Gebrauch unserer wohlhabenden Kundschaft mitgehen lassen. Küchenhilfe gesucht. Gesucht, erfahrene Küchenhilfe, die sich in der Küche richtig gut auskennt und sich von gelegentlichen Pfeifkonzerten des niederen Packs nicht allzu sehr betrüben lässt. Großzügige Bezahlung. Vermisster Brief. In diesem Etablissement verlor ich einen privaten Brief, cremefarbenes Pergament mit einem Siegel meiner Frau. Er enthielt vortrefflich formulierte Versicherungen ihrer wahren Liebe und war mir ein Andenken von höchstem Wert. Ich durchsuchte jeden Winkel, dass sie die 7 Katzen... und fand den fraglichen Brief schließlich in der Latrine, zerknüllt und unaussprechlich besudelt. An den Haderlumpen, der dies getan hat, ich verfluche dich und die dein bis in alle Ewigkeit. Neue Markierung. Interessant. Ach, da ist Lambert, guck mal. Hast du's eilig? Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Ich hab Zeit. Ich will alles hören. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich hab ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elander zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Wie ist es ausgegangen? Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist denn passiert? Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen. Bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit Aiden tut mir leid. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden.
Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Weil wir dich freundlich darum bitten. Weil wir sonst ärgerlich werden. Oh, wir sind jetzt ein bisschen angepisst. Er hat unseren Freund, den Freund getötet. Und deswegen sind wir mal ärgerlich. Mein Freund ist entschlossen. Er hat eben einen Mann umgebracht, der uns nicht helfen wollte, mit Karadin Kontakt aufzunehmen. Und du glaubst, das macht mir Angst? Mir ist scheißegal, was mit mir passiert. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Ach, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Was meinst du mit verändert? Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer war in Karadins Kumpel? Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Was weißt du über Selyse? Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Erzähl uns etwas über Hammond. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faroe, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Warum hast du bei ihnen mitgemacht? Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Die haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Die anderen Mitglieder der Bande. Wir müssen mit ihnen reden. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Töte sie nicht. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Gut, aber zuerst müssen wir reden. Lambert, lass uns darüber reden. Nein, das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Was ist das?
Eieiei. Das sieht ganz nach einem Rachefeldzug aus. Und wir wissen alle, wo das hinführt. Ach, und jetzt ist hier so ein schöner Sonnenaufgang. Nee, eigentlich ist hier ein Untergang. Denn es ist 18.07 Uhr, klares Wetter. Spielende Kinder in der Wiese. Lang lebe Radovid. Lang lebe... Nee, warte mal. Radovid lutscht doch Schwänze. Tja. Ich werde jetzt hier mal eine Pause machen. Haben wir wieder ein bisschen was gemacht. Ich bin ein Hexer. Ha, ja. Beim nächsten Mal gucken wir dann weiter. Greifenschulenausrüstung holen wir uns wahrscheinlich. Und fürs Erste bedanke ich mich fürs Zusehen bis hierhin. Hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.